Jetzt sind wir auch schon beim Fazit angekommen. Und was können wir durch das Buch Levitikus lernen? Ja, hier habe ich ein paar Zusammenfassungen gemacht. Also die Grundlage von allem eigentlich ist die Liebe und die Hoffnung Gottes für sein Volk. Ja, wir haben durch das Buch Exodus kennengelernt, dass die Israeliten ein ehemaliges Sklavenvolk mit einer slawischen Mentalität waren. Doch das Buch Levitikus sagt uns, dass sie gemäß 2. Mose, Kapitel 19, Verse 5 und 6, als das Königreich von Priestern, als ein heiliges Volk von Gott mächtig gebraucht werden können. Und sie haben die Gnade Gottes eigentlich nicht verdient, aber Gott offenbart sich trotzdem die Israeliten, dass sie Gottes Volk in seiner Gegenwart sein durften. So wird im Buch Exodus die Verheißung genannt und das Buch Levitikus ist die praktische Umsetzung dessen, wie sie diese Verheißung erfüllen können. Ja, das Buch Levitikus ist der Weg zu Gottes Heiligkeit. Und auch für uns hat es die Relevanz, wir wollen uns zwei Fragen stellen, nämlich wie können wir als schmutzige und verdorbene Sünder in der Nähe des heiligen Gottes leben, ohne zu sterben? Und die zweite Frage ist, wie kann man in einer gottfeindlichen Umgebung an seiner geistlichen Identität festhalten? Ja, Gott hat uns ja im Buch Levitikus diese drei Wege gegeben, Rituale, Priestertum und Reinheit. Doch wie wir gestern beim IBS von Missioner Peter Kim kennenlernen konnten, sind auch diese drei Wege auch letztendlich nicht die Vollkommenheit. Und deshalb haben wir ja Jesus, das vollkommene Opferlamm, bekommen. Nämlich, wenn wir uns Hebräer Kapitel 10, Verse 19 bis 20 anschauen, dann sehen wir, dass Jesus das bessere Opfer ist und das vollkommene Opferlamm. Jesus hat sich als das vollkommene Opferlamm für unsere Sünden am Kreuz dahingegeben, sodass wir nun zu Gott kommen können und uneingeschränkt mit ihm Gemeinschaft haben können. Und dadurch ist auch dieser Weg der Rituale auch durch ein besseres Opfer, nämlich durch Jesus, ersetzt worden. Hebräer Kapitel 7, Vers 25 sagt, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Die Hohepriester, haben wir kennengelernt, haben die Aufgabe, als Mittler zwischen Gott und den Menschen eingesetzt zu werden. Und wir haben Jesus als den vollkommenen Mittler zwischen Gott und den Menschen, sodass wir wieder in die Gegenwart des heiligen Gottes treten können, so wie wir sind, unsere Sünden erkennen, bekennen und in seiner Gegenwart sein dürfen. Und wir sehen hier, dass auch der zweite Weg, nämlich das Priestertum, auch durch Jesus, den vollkommenen Hohepriester, auch durch einen besseren Hohenpriester und durch bessere Verheißungen ersetzt worden ist. Ja, und das praktische Konsequenz, es gibt ja noch diesen dritten Weg, wir können jetzt nicht mehr so durch Opfer oder so uns von unseren Sünden reinigen, aber für uns gilt auch immer noch Levitikus Kapitel 19, Vers 2. Lesen wir unseren Leitvers auch nochmal gemeinsam. Bitte, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Wir dürfen uns die Frage stellen, warum dürfen wir als geistliche Leiter das Buch Levitikus studieren? Ja, so wie Hirtenhund Johannes gefragt hat, warum wir als geistliche Leiter das Buch Daniel studieren dürfen, so dürfen wir uns diese Frage auch bezüglich des Buches Levitikus stellen. Und ich glaube, die Lösung darauf ist, dass wir dadurch lernen, wie wir mit dem Bewusstsein als heiliges Volk, als königliche Priester und als Gottes Eigentum ein abgesondertes und ein heiliges Leben führen können. Wir dürfen uns dadurch immer wieder erinnern, wer wir waren und was Gott für uns getan hat. Wir dürfen uns auch dadurch erinnern und eine neue Entscheidung treffen, Gottes Geboten und seinen Knechten zu gehorchen. Und wir dürfen auch als Gottes berufene königliche Priester auch Gottes Wort als Bibellehrer und Hirten an unsere Schafe und Hoffnungsträger weitergeben. Ja, und weil dies auch ein Leadership-Forum ist, habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Wir werden uns bei diesem Forum auch auf Daniel fokussieren und wir wollen auch das Leben als Geistlichleiter wie Daniel auch bezüglich des Buches Levitikus auch anschauen. Denn Daniel führte ein abgesondertes und heiliges Leben vor dem heiligen Gott. Wir konnten das auch gestern durch die Botschaft von Samuel Abraham kennenlernen.
dass er sich nicht unrein machen wollte. Auf Leben und Tod hat er eine klare Entscheidung getroffen, nicht von der unreinen Speise zu essen und sich dadurch verunreinigen zu lassen, sondern ein heiliges Leben vor Gott zu führen. Und bestimmt hat er durch das frühe Studium des Buches Levitikus diese Entschlossenheit auf Leben und Tod kennenlernen dürfen. Zudem können wir auch lernen, wie wichtig es für Daniel ist, auch in der richtigen Beziehung zu Gott zu stehen. Und wie auch, dass er sich nicht unrein machen wollte, wollte er auch unter allen Umständen an seinem Gebet und auch an seiner Beziehung zu dem heiligen und lebendigen Gott festhalten, weshalb er auch unter schwierigen Umständen nicht von seinem Gebet abgelassen hat. Und den zweiten Aspekt, nämlich die praktische Umsetzung, ist, dass er anderen half, die geistliche Einsicht über die Erlösungsgeschichte Gottes und Gott selbst zu gewinnen. Ja, wir haben ja durch Hirten Johannes diese Doxologien kennengelernt. Das sind die Ehrungen Gottes. Und dies ist jetzt eine davon. Und durch einen Bibellehrer Daniel konnte auch dieser heidnische König mit all seiner Macht und Herrlichkeit sich vor den König des Himmels demütigen und ihn als den allmächtigen und souveränen Schöpfergott anerkennen. Ja, und auch Daniel 12,4. Da wird auch nochmal die wichtige Rolle auch von Daniel auch gesagt, dass er nämlich derjenige ist, der das Wort Gottes sozusagen bewahrt, um es später für die späteren Generationen aufzubewahren, damit sie es dann erforschen und große Erkenntnis dadurch finden können. Und dies alles, dass also da einmal, dass er ein heiliges und abgesondertes Leben geführt hat und dass er auch anderen zur geistlichen Einsicht verholfen hat, führt alles zu unserem Leitvers für dieses GLI-Forum hin. Lesen wir auch diesen Vers gemeinsam. Bitte. Und die da Lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Ja, und ich danke Gott auch, dass ich persönlich auch Gottes Errettungs- und Berufungsgnade auch in meinem Leben erfahren durfte. Wie die Israeliten war ich auch früher eine Sklavin der Sünde, der Jugendbegierde, des Faulheit, des Egoismus, des Hochmutes und des Stolz und voller Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit und versuchte mich auch an die Welt anzupassen. Aber ich danke Gott, dass es auch königliche Priester und Hirten gab, die mir auch zur geistlichen Einsicht verhelfen konnten. Ich durfte erkennen, wer ich war, was ich getan habe und was Gott in seiner Liebe und Treue auch für mich getan hat, als er Jesus auf die Welt sandte, damit ich die ewige Erlösung habe. Und ich durfte eine klare Entscheidung treffen und darf auch weiter den geistlichen Kampf führen, als königliche Priesterin in einer geistig dunklen Zeit ein heiliges und abgesondertes Leben zu führen und viele zur geistlichen Einsicht zu verhelfen. Ja, und ich darf auch in der heutigen Zeit auch ein heiliges Leben führen, indem ich mich auch durch das Stellungnahmeschreiben auch immer wieder an die Gnade Gottes erinnere und auch praktisch im Werk Gottes zusammenarbeite, zum Beispiel durch die Online-Mission oder durch die Zoom-Dienerschaft oder auch indem ich auch dieses Leviticus Factual Bible Study euch weitergeben darf. Ja, und ich bete auch, dass ich auch als königliche Priesterin für meine Freunde Hannah, Lea, Johanna, Annika und auch die nächste Generation gebraucht werde und als Segen und Glaubensmutter gemäß Genesis 12,2 auch sie zur geistlichen Einsicht führen kann, damit auch sie als Hirten und Bibellehrer von Gott aufgestellt werden dürfen. Ja, und ich bete auch, dass jeder von euch wie Daniel als einer der übrig gebliebenen heiligen Stümpfe gebraucht werdet, die in einer geistig dunklen Zeit als königliche Priester dienen und viele zur geistlichen Einsicht und zur Gerechtigkeit führen könnt. In Deutschland, in Europa, in den M-Ländern, durch die Zoom-Mission, aber auch bis zum Ende der Welt. Ja, lesen wir zum Schluss die beiden Leitverse aus Levitikus Kapitel 19, Vers 2, Kapitel 10, Verse 10 und 11 gemeinsam. Bitte, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist, und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Ja, zum Schluss möchte ich kurz beten. Lieber himmlischer Vater, danke auch, dass du uns auch diesen Levitikus-Vortrag auch anvertraut hast und wir dadurch auch nochmal kennenlernen könnten, wie wir auch in einer geistig dunklen Zeit ein heiliges, abgesondertes Leben führen, indem wir auch immer an deinem Wort festhalten und auch deinem Wort gehorchen können. Hilf uns auch auf der Grundlage deiner Gnade und deiner Hoffnung noch treuer auch,
als Hirten und Bibellehrer und als königliche Priesterschaft auch von dir gebraucht zu werden und unseren Hoffnungsträgern auch und Hoffnungsträgern und Schafen auch mit dem Wort Gottes zu dienen, dass sie auch in der geistlichen Einsicht wachsen und auch als globale geistliche Leiter von Gott mächtig gebraucht werden dürfen. Segne weiter dieses GLI-Forum, vor allem für die Mobilisierung der nächsten Generation und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter, dass du sie reichlich segnest. Segne nun auch den Vortrag von Miss Maria Chang über die Geschichte von Juda und von Israel und segne auch die Botschaftsvorbereitung von Missioner Peter Lim für den heutigen Nachmittag. Ich danke für diesen Tag und danke auch für diesen Vortrag. Ich bete im Namen Jesu. Amen.